Heute möchte ich euch über mein Investitionsleben berichten. Ich bin der Callcenter-Crasher mit dem Mittwochsvideo. Neben der Fachkenntnis fehlt es diesen Spezialisten auch an den Sprachkenntnissen, obwohl die angeblich in Frankfurt sitzen. Die langen Wartezeiten, während der Betrüger nach Informationen suchte, habe ich natürlich herausgeschnitten. Es ist immer wieder erstaunlich, wie einfache und logische Fragen diese Fachidioten ins Chaos stürzen. Das Chaos fängt bei denen schon beim Buchstabieren an, wie man im letzten Anruf hört. Nun viel Spaß mit meinem Investitionsleben, das wie immer nach dem Intro beginnt. Jo? Guten Tag, Herr Siebeneicher. Jo, wer ist da? Ich heiße Emmerdel Meyer, ich rufe Sie wegen Ihrer Registrierung an, stimmt das? Das weiß ich doch nicht, weswegen Sie anrufen. Woher soll ich denn das wissen? Vor kurzem haben Sie an der Website GasProfit registriert, stimmt das? Ja, aber die Registrierung hat nicht geklappt. Ich wurde auf keine Webseite weitergeleitet. Hat nicht geklappt. Ja, ich kann Ihnen jetzt, ich bin Ihre persönliche Kundenberaterin und ich kann Ihnen jetzt erklären, welche Optionen von Zusammenarbeit haben wir. Ja, welche Firma sind Sie jetzt? Die erste Option ist die Zusammenarbeit mit dem Fachmann. Dieser Fachmann wird Ihnen alles hallo. Erklären. Ich habe gefragt, welche Firma sind Sie denn jetzt? GasProfit. Sie haben registriert. Ich dachte, GasProfit ist nur eine Werbung. Ja, wir haben eine Plattform, wo Sie können verdienen. Mit ja, uns und wie heißt die? Ich heiße Emma Delmeier. Wie die Plattform heißt? Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht und versteht? Einen Moment, ich werde Ihnen sagen, wie unsere Plattform heißt. Einen Moment. Wissen Sie das nicht? Unsere Plattform heißt My Trading Life. Wie bitte? Unsere Plattform heißt My Trading Life Plattform. Können Sie das mal buchstabieren? M wie Martha. Ja. Y. Ja. T wie Theodor. Ja. R wie Richard. Ja. A wie Alpha. Ja. D wie Dora. Ja. I wie Ita. Ja. N wie Norbert. Ja. G wie Georg. Ja. Life, L wie Lima. Ja. I wie Ita. Ja. F. Ja. I wie Echo. Ja. Und dann .de. Ja. .de. Hallo. MyTradingLife.de. Ja, richtig, genau. So, dann schauen wir doch mal. So. Nee, die gibt's nicht. Die Webseite mytradinglife.de gibt's nicht. Probieren Sie bitte .com. Ja, dann stimmt's ja nicht mit .de. Kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht? Hallo? Einen Moment. Ich habe Informationen über prüfen.com, mytradinglife.com. Ja, und Sie kennen offensichtlich Ihre eigene Webseite nicht, oder wie? Ja, das ist unsere Webseite. Verstehen Sie auch nur ansatzweise etwas Deutsch? Haben Sie jemanden, der richtig Deutsch spricht? Ja, ich kann Ihnen unsere Finanzspezialist geben. Der versteht besser Deutsch als Sie?
Guten Tag, Herr Richard. Es ist Hardy Notlicht am Apparat. Ich bin von einer Finanzabteilung und Sie haben gerade mit meiner Kollegin kurz unterhalten. Haben Sie irgendwelche Frage? Sie sind von einer Finanzabteilung. Von welcher Finanzabteilung denn? Unseres Unternehmen. Das da wäre? So, eigentlich, Sie haben sich an eine Anzeige. Wie heißt denn Ihr Unternehmen? Gas Profit. Nee, Ihre Kollegin hat jetzt was anderes gesagt. Nein, so Sie haben sich an eine Anzeige heißt Gas Profit angemeldet. Ja, aber Ihre Firma, Ihre Kollegin hat gesagt, Ihre Firma ist nicht Gas Profit, sondern das wäre nur eine Werbung. So, ja, genau. Gas Profit, es ist eine Anzeige, wo Sie Ihr Info gelassen haben, ja? Ja, und wie heißt Ihre Firma? Ist ja, genau. My Trading Life. Okay, gut. Stimmt? Ja, das genau. Hat sie gesagt, ja. Genau, dann so. Herr Richard, bitte sagen Sie mir, welche Frage haben Sie? Und ich versuche von meiner Seite alle Informationen richtig zu liefern. Gut, okay. Wo sitzt Ihre Firma? Also unsere Hauptfiliale befindet sich in Frankfurt am Main, aber wir haben auch eine mehrere Abteilungen wie in Österreich und in Großbritannien. Okay, gut. Ja, und was kann man bei Ihnen handeln? Sehr schön. So eigentlich, Sie können mit den Währungspaaren sich beschäftigen, wie Euro-Dollar, die Rohstoffe, wie Öl, Gold, Silber, die Aktien, wie Aktien von Tesla, Orlean, Pfizer, Amazon, BNB und etc. und die Kryptowährungen. Ja. Und welches Art, ja, gefällt Ihnen? Und oder mit welchem Art wollten Sie gerne sich beschäftigen? Mit Aktien. Überhaupt kein Problem. Genau. Aktien wäre mein Ding. So. Ja, gut. Also, Ihre Firma ist in Frankfurt, haben Sie gesagt? Frankfurt am Main, genau. Gut. Was kann Ihre Firma denn liefern? Was bietet Ihre Firma? Sehr schöne Frage. So, eigentlich, wir haben zwei Optionen in unserer Zusammenarbeit. Die erste Option ist eine Zusammenarbeit mit einem Analytiker. Es ist ein Fachmann, der über mehr als 10 Jahre Erfahrung auf dem Finanzmarkt verfügt und Ihnen wird eine solche Experte zugewiesen, der Sie während der gesamten Zusammenarbeit begleitet. Und solches Fachmann wird immer Ihnen helfen, Ratschläge geben und alles Schritt für Schritt Ihnen erklären und auch eine vorbereitete Information darüber geben, zu welchem Preis Sie zuerst kaufen sollten und später mal verkaufen. Und auch haben wir eine zweite Option unserer Zusammenarbeit und zwar ist es ein Roboter. So, Ihr Handelskonto wird mit einem automatisierten Handelssystem verbunden, sogenannte künstliche Intelligenz, kopiert täglich einen Handel auf Ihr Handelskonto und bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu 40% pro Monat zu verdienen. Aber Sie erhalten auch eine kurze Schulung von unserem Fachmann, damit Sie verstehen, wie dieser Roboter funktioniert und Sie stellen zusammen dieses Roboter mal an und das war's, Herr Richard. Ja gut, aber Welche Option passt Ihnen? Welcher Roboter kann denn mit Aktien handeln? So, unsere Roboter kann mit den Krypto handeln und mit den Aktien. Wie handelt Ihr Roboter denn mit Aktien? So, es ist sozusagen wie ein Coding. Und Ihr Fachmann. Coding. Was ist denn ein Coding? So ist es wie eine künstliche Intelligenz. So ist es wie ein Programm. Es wurde geschrieben, ja. Wie ein Programm. Es wurde geschrieben und bevor Sie mit dem Roboter anfangen zusammenzuarbeiten, Sie stellen mit Ihrem Fachmann dieses Roboter mal an und dann wird dieses Roboter allein handeln. Und der Roboter handelt alleine, weil Aktien sind doch im Prinzip eine etwas langfristigere Geschichte. Wie kann ich dann jetzt... Sie sagen, man kann schnell Geld verdienen. Mit Aktien kann man ja nicht schnell Geld verdienen. Genau, so. Es alles geht um Spekulationen, Herr Richard. Ja, es bedeutet, wenn wir kaufen es billiger, die Aktien, und verkaufen ihn mal später. Und Roboter kann pro Tag mehrere diese Transaktionen machen, ja? Und auf diese Weise, aber es ist besser, geht mit Krypto.
Ja, nein, es geht nicht um Krypto. Ich möchte mit Aktien handeln. Aber so wie Sie das jetzt sagen, scheint es ja um CFD-Handel zu gehen, richtig? Bitte nochmal. So wie die das gerade geschildert haben, scheint es sich ja um CFD-Handel zu gehen, richtig? Ja. Ja, das haben Sie bis jetzt noch mit keinem Wort erwähnt. Oh, okay, ich habe gedacht, Sie wissen solches Wort ja nicht, aber ich verstehe, dass Sie haben schon Erfahrung, Herr Richard. Stimmt. Ja, nicht Herr Richard, sondern Herr Siebeneicher. Wir kennen uns ja nicht. Aha, okay, Entschuldigung, ja. Wenn Sie in Deutschland sitzen, dann müssten Sie wissen, dass man seinen Telefonpartner aus Respekt immer mit dem Nachnamen anredet. Ja, Entschuldigung. Ja, gut. Also geht es, wie handeln wir denn beim CFD mit Aktien? Das würde mich gerne mal interessieren. Und welche, bitte sagen Sie mir, welche Option passt Ihnen? Ich Ein möchte eine gerne erstmal, niedriger oder eine ich hohe? möchte gerne mal wissen, wie man jetzt mit CFD mit Aktien handeln will. Leider kann ich Ihnen an diese Frage nicht beantworten. Ich bin einfach von einer Finanzabteilung, aber mit unserem Analytiker, Sie können das alles besprechen, ja? Ja, dann geben Sie mir mal den Analytiker. Sehr schön. Aber leider, so, Sie können mit den Analytikern nur sprechen, wenn Sie Ihr Handelskonto aktiviert haben, ja? So, ich habe versucht, von meiner Seite nochmal ein Prinzip Arbeit von unseren Unternehmen mal präsentiert, dass wir haben eine Option, eine Zusammenarbeit mit den Analytiker oder mit den KI, aber wir haben auch eine dritte Möglichkeit, Sie erhalten eine Probewoche und dadurch könnten Sie diese zwei Optionen mal ausprobieren und später entscheiden Sie selbst, was passt Ihnen am besten. Das Zum heißt, Beispiel. die Probewoche, Sie meinen also ein Demokonto, richtig? Nein, Sie aktivieren eigentlich Ihr Handelskonto mit dem Minimalbetrag von Ja, gut. 250 € und dann Eine erhalten Sie diese Probewoche, wo Sie mit den Probewoche für Aktien sich Aktien. beschäftigen. Eine Probewoche, um mit Aktien zu handeln. Aktien wären über Jahre gehandelt, nicht über Wochen. Was soll man dann in einer Woche mit Aktien probieren? Ja, so es Ja, geht um Spekulationen. also um Verstehen CFD, Sie, aber man kann nicht mit Aktien per CFD handeln. Das funktioniert nicht. Deswegen wollte ich ja mal Ihren Spezialisten sprechen. ja, aber das alles hängt davon ab, was genau wollen Sie. Wenn Das Sie habe ich Ihnen doch wollen mit den gesagt. Aktien behandeln, Das habe ich Ihnen es doch ist gerade einiges. gesagt. Aber wir sind da, um Geld zu verdienen. Deswegen unseres Unternehmen beschäftigt sich mehr mit Kryptowährungen. Warum? Weil die Kryptowährungen haben eine höhere Volatilität. Warum haben Sie dann gerade mit Rohstoffen erzählt und Indizes und Aktien, wenn Sie das gar nicht machen? Doch, doch, wir beschäftigen uns auch mit den Aktien, Ja, aber dann. mehr mit Krypto. Ja, gut, aber Ich versuche mal Ihnen zu erklären. das ist Ja. ja nicht mein Themengebiet. Deswegen, ich möchte mit Aktien handeln und Aktien mit CFD, da müsste ich bitte mal jemanden sprechen, der Ahnung davon hat, weil das ist mir völlig neu, dass man mit Aktien langfristig mit CFD handeln kann. Das geht nicht. Aha, okay. Dann Sie wollen nicht so einfach spekulieren, Nee. sondern für eine langfristige Aktien kaufen, ja? Richtig. Deswegen möchte ich ja Okay. gerne deswegen möchte ich gerne mal mit einem Ihrer Broker sprechen, wie der sich das vorstellt. Alles klar. Ich habe Sie verstanden. Dann Das ist ich schön. versuche mal mit unserem Analytiker mal in Kontakt zu halten, ja? Und wir Ihnen ein bisschen später nochmal anrufen. In Ordnung. Nö, ich habe Sie jetzt doch am Telefon. Haben Sie jetzt Ja, okay, ka dann bitte, ja, dann bitte bleiben Sie an der Leitung, Gerne. ein paar Minuten, dann er wird mit Ihnen schon sprechen, ja? Ich Ein bedanke paar mich für unser Minuten. Gespräch. Ja, bitte bleiben Sie an der Leitung. Na Einen Moment. klar. Herr Siebeneicher, ich bin wieder da. Ich Ja. bedanke mich für Ihre Geduld. Leider unsere Broker sind beschäftigt, aber Sie haben mir beantwortet, dass Sie können mit CFD auch handeln. Sie können diese Aktien kaufen, halten und dann später verkaufen, ja? Aber diese alle Strategie können Sie besser mit unserem Analytiker mal besprechen. Okay. Aber wenn Sie Ihr Handelskonto aktiviert haben, ja, leider ist es eine Regel von unseres Unternehmens.
Was ist das eine Regel? Welche Regelung? Unseres Unternehmens. So ohne Aktivierung Ihr Handelskonto könnten Sie nicht so einfach mit unserem Analysten mal sprechen, ja? Okay, und wie kann ich das jetzt aktivieren, das Handelskonto? Sehr schön. So, alle unsere neuen Kunden haben die Wahl zwischen drei Einstiegsportfolio in Höhe von 1.000 Euro, 500 Euro und Minimalbetrag ist 250 Euro. Und um Ihr Handelskonto zu aktivieren, Sie können entweder eine Einzahlung machen oder eine rechtzeitige Überweisung. Wie ist Liebe für Sie? Ja, das wären ja auch beides Einzahlungen. Ja, ich würde gerne eine Überweisung machen. Überhaupt kein Problem. Bitte weisen Sie mich an, wie es lieber für Sie, wenn ich Ihnen die Dateiüberweisung per E-Mail schicken kann oder per WhatsApp? WhatsApp ist nicht datenschutzkonform. Ich hätte gerne eine E-Mail mit den Bankdaten. Okay, überhaupt kein Problem. Denn in einem Augenblick erhalten Sie von mir die Dateiüberweisung per E-Mail und wir versuchen es mal zu zweit Ihr Handelskonto zu aktivieren. Bitte bleiben Sie an der Leitung einen Augenblick, bitte, und vielen Dank. Ich warte, ja. Herr Siebeneicher, ich bedanke mich für Ihre Geduld. Ich habe Ihnen per E-Mail die Dateiüberweisung mal nachgeschickt. Können Sie bitte mal Ihr E-Mail überprüfen? Ja, ich bin drauf auf der E-Mail, ist noch keine E-Mail da. Bitte erfrischen Sie Ihre Seite nochmal. So. Jetzt haben wir sie da, ja. So, mein E-Mail ist h.nordlich, ja? Ja, richtig. Sehr schön. Das bedeutet. Aber das ist ja eine ganz andere Firma. Bitte? Das ist ja eine ganz andere Firma, weil My Trading Life ist ja eine andere Firma als newsenergycapital.com. Ja, ja, machen Sie bitte keine Sorge. Doch, so, nee. Es ist einfach ein Warum sollte ich mir Sorgen E-Mail machen? Ich möchte gerne eine E-Mail, gerne eine E-Mail haben von Ihrer Firma. Ich weiß ja, nicht. Wir haben eigentlich ein E-Mail von unserer Firma erhalten und die Zugangsdaten auf unserer Handelsplattform. Es ist live. Cola. Trading. Sie erhalten so, je nachdem Sie Ihr Handelskonto aktiviert haben, Herr Siebeneicher. Bitte was? Das war sehr undeutlich. Ja, Entschuldigung, die Leitung ist ein bisschen schlecht. Ich wiederhole nochmal. Ich habe Ihnen gesagt, so Sie haben ein E-Mail von mir bekommen. So, es ist ein E-Mail unseres Unternehmens. Und je nachdem Sie Ihr Handelskonto aktiviert haben, dann erhalten Sie einen Zugang auf unseres Handelsplattform. Das habe ich ja gar nicht gefragt. Ihre Firma ist mytradinglife.com, richtig? Das ist unsere Handelsplattform, genau. Ja, und Sie schreiben mir jetzt von newsynergycapital.com. Ich möchte gerne eine E-Mail von Ihrer Handelsplattform haben. mytradinglife.com und nicht von newsynergycapital.com. Das ist eine ganz andere Firma. Nein, 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 das ist alles dasselbe. Es ist alles dasselbe. Nee, ist was das nicht dasselbe? Eigentlich gibt es und soll ich Ihnen von anderen E-Mail schicken? Ich verstehe nicht, kann ich Ihnen sagen. Ja, ich habe mich angemeldet bei mytradinglife.com und von dieser Firma möchte ich eine E-Mail haben. Schicken Sie mir bitte eine E-Mail von mytradinglife.com. Ja, aber es ist eine Plattform. Es ist ja, ein von dieser Plattform, möchte ich gerne eine E-Mail haben. Weil dieses andere okay. New Synergy Capital, das ist offensichtlich eine andere Firma. Deswegen möchte ich gerne von mytradinglife.com eine E-Mail haben. Schicken Sie mir die bitte zu, ich warte so lange. Okay, was denken Sie, wenn ich Ihnen am Anfang die Zugangsdaten auf unsere Handelsplattform schicken kann und wir machen eine kurze Aufsicht auf unsere Plattform? Nee, ich möchte erstmal eine E-Mail haben, damit ich weiß, dass Sie überhaupt mytradinglife.com sind. Deswegen brauche ich eine E-Mail von Ihrer Firma mytradinglife.com. Hallo. Ja, bitte, ich bin da. Ja. Haben Sie die E-Mail schon geschickt?
Nein, noch nicht. Eine Minute bitte und ich bin Ja. für Sie da. Herr Siebeneicher, ich bin wieder für Sie da. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Leider ist es nicht möglich, dass ich Ihnen von anderen E-Mail diese Dateiüberweisung schicken kann. Aber ich versuche mal Ihnen zu erklären. So, Ja, eigentlich erklären nur Sie mal. Energy Capital. Es ist eines unseres Hauptunternehmen. Und von diesem Unternehmen haben wir mehreren auch Abteilungen, wie zum Beispiel Bitcoinia, MyTradings.live und Gasprofit und Ölprofit. Verstehen Sie? Ja, habe ich verstanden. Genau. Deswegen, es spielt überhaupt keine Rolle, wenn ich kann Ihnen natürlich von anderen E-Mails, von Gmail zum Beispiel, diese Dateiüberweisung schicken, Das aber ist ich ja auch will keine nicht. Firmen-E-Mail. Gmail ist ja ein öffentlich Ja. zugänglich. Ja, eben. Das ist ja einer Ja, Firma nicht genau. würdig. Eine Firma hat immer eine Firmen-E-Mail-Adresse. Ja, genau. Gut. So, Also wie ich schon Ihre, Ihnen gesagt habe, ja, also wir haben Ihre mehrere Firma, Projekte und Projekt ja, zu Projekt. Augenblick mal bitte. Also Ja, Ihre bitte. Firma ist newsynergycapital.com. Es ist Richtig? ein Hauptunternehmen. Gut, okay. Das ist das Hauptunternehmen. Wo ist der Sitz dieses Hauptunternehmens? Ja, in Frankfurt am Main. In Frankfurt am Main ist der Sitz dieses Hauptunternehmens. Okay, Sie arbeiten ja dann als Finanzdienstleister, richtig? Ich bin von einer Finanzabteilung, genau. Genau, gut. Und wo ist Ihre Firma dann reguliert? Wir sind beim BaFin reguliert. Bei der BaFin. Okay, gut. Dann Genau. schauen wir uns das doch gern mal an. So. Okay. So, die Bitte sagen BaFin, Sie mir. ja, Ja, bitte. Augenblick, ich habe noch gut, unter welcher ID sind Sie bei der BaFin reguliert? Soll ich Ihnen unsere ID schicken Können oder Sie einfach was genau sagen, das sind einfach nur brauchen? ein paar Zahlen. Die ID. Leider habe ich solche Info nicht. Aber wenn Sie brauchen das, dann versuche ich mal eine Anfrage zu machen, um eine Antwort zu bekommen. Und Ja, ich werde ich Ihnen warte. es nochmal per Ich E-Mail warte. zu schicken. Ich warte. Ich Aha, warte. okay, Das kein sind wichtige Problem. Okay, dann Informationen. Ich bleiben Sie warte. bitte an der Leitung. Ja, ein Ja. paar Momente bitte. Vielen Dank. Herr Siemenreicher, ich bin wieder da. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Ich habe gerade mit meinem Chef gesprochen und leider hat mir beantwortet, dass ja, im Moment können wir Ihnen solche Informationen nie geben, weil wir keine Bedienungen noch haben. Aber Was je haben Sie nachdem, nicht? wir keine Bedienungen noch zusammen haben, ja, Was Sie sind noch heißt nicht unsere Bedingungen? Kunde. Nee, das müssen Sie ja jedem Kunden oder auch jedem Interessenten mitteilen. Aber ich sehe gerade in der E-Mail eben steht Empfänger Berliner Sparkasse. Das ist ja nicht der Empfänger, das ist ja die Bank. Wer ist denn der Empfänger? Ja, so ist es einfach Sparkasse, es ist ein Sozialwirtschaft. Nein, das also eine Sparkasse ist keine Sozialwerkstatt. Welches Konto ist das denn? Wer ist der Empfänger dieses Kontos? Berliner Sparkasse ist ja die Bank. Und diese Bank hat Tausende von Konten. Auf welches Konto geht es dann? Wer ist der Empfänger? Hallo? Guten Tag, Herr Siebenacher. Ich heiße Emma Dellmeier. Ich rufe Sie wegen Ihrer Registrierung an. Ja. Vor kurzem haben Sie auf der Website Gasprofit registriert. Stimmt das? Ja, das kann sein, ja. Ja, wir haben zwei Optionen von Zusammenarbeit. Die erste Option ist die Arbeit mit Analytiker. Das ist Fachmann, die mehr als 10 Jahre Erfahrung hat. Und er wird Ihnen helfen, Ratschläge geben. Die zweite Option ist unser Roboter. Das ist künstliche Intelligenz und er öffnet von 1 bis 10 Transaktionen. Haben Sie alles verstanden? Nee, sehr wenig. Welche Firma sind Sie jetzt? Sie haben auf der Website Gasprofit registriert, stimmt das? Ja, und welche Firma sind Sie jetzt?
Wir rufen Sie von Gasprofit an. Gasprofit ist Ihre Firma? Ja, das ist unsere Promo. Wir haben. Ja, dann ist, also nicht Ihre, dann ist es ja keine, keine, dann ist es ja keine Firma, sondern eine Promo, eine Werbung. Ja, ja, unsere Trading-Plattform ist New Trading, My Trading Life. Bitte wie? Ich habe Ihnen schon die Daten von unserer Plattform gesendet und diktiert. Erinnern Sie? Nee. So, wie heißt jetzt Ihre? Unsere Plattform heißt mytradinglife.com. Ja, gut, dann buchstabieren Sie das mal. M wie Martha. Ja. Y. Ja. Trading, T wie Theodor. Ja. R wie Richard. Ja. A wie Alpha. Ja. D wie Dora. Ja. I wie Ita. Ja. N wie November. Ja. G wie Georg. Ja. .com. Trading, mytrading.com. Entschuldigung, mytrading. Bitte? My Trading Life, L.W. Ludwig. Ja, kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht, dass jemand Ihnen das vorsagen muss? Ja, das ist Webseite. Hallo, verstehen Sie mich? Haben Sie meine Frage verstanden? Können Sie bitte wiederholen? Kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht, dass jemand Ihre Webseite vorsagen muss? Was hat man genau gehört? Hallo? Hallo? Sind Sie plötzlich stumm? Ist Ihr Telefon kaputt? Heute haben wir genug vom Stammeln, Stottern und Stümpern. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und mich durch eure Kommentare so klasse unterstützt. Der Algorithmus will ja immer gefüttert werden und jeder Daumen hoch scheint da zu zählen. Gerne könnt ihr mich kostenlos abonnieren und auch weiterempfehlen. Am Sonntag gibt's das nächste Video auf meinem kleinen Kanal. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Euer Callcenter-Crasher.